Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Insane mit euren Let's Play Buddies Raphael und meiner Wenigkeit. Guten Tag. Also wir standen hier rum, wir haben Loot getauscht, Munition, Verbände, alles, haben uns einen kleinen Plan zurecht gemacht und stiefel mal hier runter. Ich kümmere mich hier ein bisschen um Sachen ranholen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jo, mein Gott, ist das dunkel. Scheiße. Warte mal, ich nehme mal die Fackel mit. Genau, wir holen jetzt, also der Raphael macht sich gleich auf den Weg zum See. Ich kümmere mich ein bisschen um Materialien, Holz, Stein, Munition. Dann setzen wir den Graben gleich an für die Defense, für ein paar Fallen. Und gucken mal, was uns noch so überrascht heute hier. Ach, da ist Speck und Ei. Ich nehme mal direkt einen mit, falls ich gleich Hunger kriege. Ja, ich habe auch schon einen in der Tasche. Und ich werde Hunger kriegen. Du hast ja immer Hunger. Vielleicht schaffen wir das dann nachher mal, die Kisten nach oben zu verfrachten. Obwohl, die können erstmal hier stehen bleiben. Eigentlich können wir, wenn die Defense ja unten so weit steht, die erste Reihe, zwei Reihen, dann können wir ja in normalen Nächten locker hier unten rumlaufen. Wir brauchen massig Holz. Hier oben haben wir vor, alles zu verkleiden, also hier die ganze Etage zu ziehen, dass wir uns quasi oben bewegen. Und hier unten, wer das noch kennt aus den anderen Staffeln oder aus der anderen Staffel, machen wir in der Mitte hier ungefähr so eine Reihe mit Fallen, also eine ganze Grube quasi. Vielleicht heben wir die auch noch aus, mal gucken. Ja, können wir ja eigentlich machen, ist ja nur Holz. Genau. Und hier schlagen wir eh alles weg, so ringsherum. Lassen wir offen, dann können wir die Fallen auch reparieren später. Und hier oben lassen wir so ein Loch in der Mitte, dass wir runterschießen können, wenn die Hordennacht kommt, wenn sie mal durchkommen. Ja, das ist grob der Plan, aber bis dahin muss man farmen und looten. Genau, deswegen erstmal zum See Wasser holen. Jawohl. Ah! Also ich töte alles, was mir in den Weg kommt. Ich brauche EP. Ja, hier kommt gerade was. Ja, habe ich schon gehört. Darum sage ich das, ja. So ein Farmer. Vielleicht könnten wir den einstellen für Ackerbau. Ja. Aber ich glaube, der will als Bezahlung Gehirn. Da ich meins nicht hergebe und du nicht viel hast. Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin mit der Bezahlung. Zum Wasser geht nach Norden. Ja, ich einfach nach Norden. Weißt du, bei mir ist das so Bockwurst-Orientierung, weißt du doch. Wenn ich da keinen roten Marker auf dem Radar habe, verliere ich mich. Ich drehe mich zweimal links und rechts und fertig. Wunder, dass du nach Hause findest. Ja, Navi. Ja, Google Maps, ich weiß. Nee, mag ich nicht so gerne. Gibt so eine Karten-App auf dem iPhone. Die ist mir da ein bisschen genauer. So. Ist ja vor der Haustür hier, Wahnsinn. Ja. Guck mal, wir haben den Spot gewählt, ohne das Wasser gesehen zu haben. Ja, muss auch mal Glück hier könnte haben, man sogar ey. Schön im See bauen, ey. Das fängt ja oh Gott, noch mehr Ideen. Ja, ich weiß. Ich möchte eigentlich Loot rankarren. Oh, da ist ein Zombie, ich geh mal dahin. Ne, mach das. Wenn du Hilfe brauchst, sag. Das hörst du dann, wenn ich fluche. Okay. So, Baumwolle will ich auch haben. Ich habe einen Hasen gesehen. Ich muss mal eben Discord dich stumm schalten. Warum? Damit ich dich nicht fluchen höre. Ach, warte mal, weißt du, was war? Ah, Party, ne? Yes. Ja, warte, den einen lege ich jetzt hier. Oh, Alter, hau doch mal drauf. Dafür skill ich doch stärker, Mensch. Danke. Der Skullcrusher wäre echt geil, ne? Ich hab schon auf 1. Oh. Ich bin auf Pack 0 fixiert. Was ist los? Hat die Olle mir jetzt gerade ins Ohr geschrien. Das ist schön, ne? Geht so. So, jetzt hab ich dich. Oh. Da kommt auch noch was. Guck mal, erstmal hier den See säubern. Komm, komm, komm. Der Typ hat viel im Leben geraucht. Das hört man. So. Ich vergesse immer, dass die beim Aufstehen auch schlagen können. Da muss man aufpassen. Bis jetzt haben wir noch keine nennenswerte Rüstung oder Attribute, die uns da irgendwie behilflich sind. Da ist auch noch was. Also oberste Priorität ist echt
Skillpunkte. Weil wir ganz schnell auch zum Fahrzeug möchten. Also zum Fahrrad. Dann können wir alles ein bisschen effizienter angehen. Zum Händler möchte ich dann auch. Am besten mit Fahrrad. Okay, alles sauber erstmal. Ach, da hinten turnst du rum. Ja, Vogelnester und so weiter. Baumwolle habe ich hier auch. Ich farme das mal hier alles ein bisschen ab. So, ich hau jetzt erstmal ein bisschen Stein und dann gehe ich mal buddeln. Ich gucke, dass ich so um die Base herum so ein bisschen da lang laufe, ein bisschen hier erkunde, aufdecke. Vielleicht sind ja noch Nachbarhäuser hier in der Gegend. Ah, da ist schon Guck mal mal was. da. Ja, was dickes. Oh, und noch ein. Kriege ich einen Hasen hier jetzt vielleicht? Ach, schon weg, ey. Waffe kaputt. Und repariert. Mitten im Kampf. Chuck Norris. Nee, Chuck Norris braucht keiner. Ja, stimmt. Chuck Norris ist die Waffe. Ja, Oh, nee, mein Gott. Chuck Norris macht aus dem Zombie wieder ein lebender Menschen. Ach, guck mal, da kommt eine Horde. Ja, geil, wo? Da. Ach, da, guck mal. Drei Mannequins, Ich vier. sollte öfter über Fünf, sechs. Skillpunkte quatschen. Ja, ey, immer dann kommen die. Ja. Guck mal, da hinten kommt noch ein Bruce Lee. Immer her damit. Meine Brille gibt mir Perception plus 1. Ich bin Robin Hood. Ah, eher nicht. Kann man hier auch Strumpfhosen looten? Ich hätte gerne grüne. Du kriegst eher pinke. Rosa Tupfen, ey. Bist du nur neidisch? Psst. Muss keiner wissen. Zu spät. Ja, so kommen wir doch den Level ein bisschen näher. Oh, wieso kommen die jetzt zu mir? Ach, du kaltest die in meine Richtung. Sehr gut. Ja, kalten habe ich bei WoW gelernt. Wer nicht? Das Erste, was du als Tank lernen musst, ey. Ja, nicht nur als Tank. Ja, vor allem als Tank. Kein Kämpfer gemacht. Wenn du nicht kalten kannst, ist Level schwierig alleine. Ja, alleine gut. Ach Gott. Raphael So, reicht. Level up. Nein, wenn, dann muss man es auch würdigen. Habt ihr noch Freunde? Könnt ihr mal kurz anrufen? Oh, da ist noch ein Dicker, der geht zur Base. Komm mal her. Kollege. Kollege. Ah. Oh, Vorsicht. Geh mal lieber im Fernkampf. Ja. Lass es einfach sein. Ich geb dir auch wieder den ersten Compound-Bow, die erste Sniper, alles an Munition, was ich hab. Bleib im Ja. Fernkampf. Tod bringst du mir gar nichts. Oh, ich habe keine Ausdauer, ich wundere mich. Bruce Lee, den du schon gesehen hast. Wo war denn der, ey? Ja, der Suche von da hinten. Mein Gott, drei Schläge. Angetorkelt. Ey, den triffst du nicht mit dem Knüppel im Kopf.
liegen. Also. Da waren aber noch welche, ne? Ja, ja. Komm, wir kalten die mal hier außerhalb der Sträucher hier. Die sind so langsam, das dauert doch Jahre, bis er die da rausgekaltet ist. Ich merke schon. Level up. Ja. Hatte ich schon. Aber ich muss sparen. Ich brauche 2 Punkte, glaube ich. Nee, Quatsch, warte mal. Packmüll braucht jetzt Stufe 5, also die kann ich auch in Stärke schon reinpacken. Ach, der braucht 2 Punkte, so war das genau. Dann sparen wir uns das. So, ich hau dann jetzt ein bisschen Stein und dann gehe ich mal Graben ausheben. Ja, das meine ich ja. Man nimmt sich mal was vor, aber dann kommen die Zombies. Deshalb, ich laufe jetzt ein bisschen, ist ja noch früh am Tag. Boah, hier ist Karten ohne Ende. Rote Pflanzen waren das, ne? Die du brauchst. Ja, ja. Gelbe gar nicht? Ne, der rote Tee ist besser. Okay. Ach, ich muss erstmal an meiner Hilde ziehen. Das hört sich nicht gut an, Mann. An meiner Hilde ziehen. Sehr gut. Haben wir schon mal hier Stoff. Ich kann ja leider keine Heilverbände herstellen. Das kill ich auch nicht hin. Erstmal. Wir müssen uns mit unseren Essen, Healing Factor und normalen Verbänden zufrieden geben. Weil sonst gehen zu viele Punkte drauf. Die kommen nachher noch in Intelligenz. Aber ich habe mir fest vorgenommen und da halte ich dran fest, dass ich den Packmill ausbaue. Seitdem ich das 7-Day spiele seit, weiß ich nicht, 4 Jahren. Bin ich gewohnt, das Rieseninventar zu haben. Und das haben sie mir genommen. Und das ist schwierig, ja, das zu akzeptieren. Das stimmt allerdings. Deshalb möchte ich in diesem Safe den Packmüll voll haben, sonst skill ich das eh wieder nicht. Dann fehlen mir da die letzten 6 Felder. Das ist ätzend. So, ich gehe dann zur Base. Ja, mach das, mach das. Brauchst du irgendwas Bestimmtes schnell? Nee, wie heute ist ja erst Tag 3. Ja, alles noch chillig. Ja. Hier liegt viel Müll überall rum, das ist auch gut. Ja, gute Chancen auf Painkiller und so. Ja, genau. Geh mal weiter in die Richtung ein bisschen. Jetzt habe ich auch ein bisschen Baumwolle gesammelt. Die kann ich direkt nebenbei verarbeiten. Das spart uns Zeit. Machen wir sonst ja auch nachts, also das schneiden wir halt dann nur raus, weil da passiert ja nicht viel, außer dass 2 Leute da auf dem Feld stehen und craften. Das wollen wir euch echt nicht antun. Hordennacht ist wichtig. Ja, klar. Wenn wir da irgendwas am Sortieren sind oder mal ein bisschen Essen kaufen. Da sollte da jetzt was Wichtiges bei sein, wenn wir irgendwie mal ein Fahrrad bauen oder so, das lassen wir dann gerne drin. Warum nicht? Vielleicht hat der ein oder andere noch kein Fahrrad oder ist neu im Spiel. Fahrrad auch erst einmal gebaut, aber noch nicht im Einsatz gesehen. Ich hatte es kurz, aber irgendwie immer, wenn ich ein Fahrrad kriege, hört die Staffel auf, beziehungsweise hört die abrupt auf, meistens. Geplant habe ich noch keine 7-Day-Staffel beendet. Ja, das stimmt. Das mit dem... Flach. Ja, ist so, mit dem Marvel, das ging einfach nicht wegen den Aufnahmetagen. Die waren nicht kompatibel. So, jetzt die Sache mit Schnittka. So. Ich hoffe, dass wir das jetzt zu zweit hinkriegen. Regelmäßig. Ja, hoffe ich doch wohl auch. Ja, es sei denn, du kommst auch auf so eine Schnapsidee. Ja. Wenn du das so schon sagst, dann mache ich das. Oh Mann. Also demnächst nur noch Lasko LP auf dem Kanal. Oh, hier ist ein komisches Tier. Ein Zombie irgendwo, aber ich muss das Tier erlegen. Alter, Kopfschuss. Fleisch. Irgendwo habe ich einen Zombie abgeholt, aber das ist mir jetzt egal gerade. Kann ich naja wieder Dingsbums kochen. Wo ist denn der? Das hört sich ja schlimm an. Ach, der Kriecher da hinten.
Halt dein Maul, ey. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie so ein mutierter irgendwas, dem Sound zu urteilen. Aber Kriecher sind gefährlich, lieber aus der Entfernung. Ja. Weil sie brechen gerne Beine, Leute. Halten nichts aus, aber mit ein, zwei Schlägen ist ein Bein kaputt. Nervige Biester. Jo, 18 Fleisch. Bisschen Fett, das ist gut. Dann für ein paar Fackeln. Für unsere Kirche. So, Baumwolle ist erstmal nicht das Problem, denke ich. Müll. Sehen wir irgendwelche Zombies? Nein. Gehen wir mal hier lang. Ich habe ein bisschen Angst vor Wölfen hier im Wald. Ich will gar nicht mehr so weit raus. Ich habe nur das Jagdgewehr und wie der Raphael schmerzhaft erfahren musste, letzte Mal oder letztens, ist das Jagdgewehr nicht so gut gegen schnelle Feinde. Nicht so gut ist ja noch untertrieben. Ja, es ist scheiße. Ja, Mann. Entschuldigung. Aber total. Ja, also wir haben hier echt ein schönes Gebiet ringsherum. Ehrlich, sehr, sehr schöne Flächen hier. Ganz viele Steine überall. Pflanzen. Können wir uns nicht beschweren drüber. Können wir uns echt nicht be beklagen hier. Ja, stimmt wohl. Habe ich gut ausgesucht. Sehr gut. Zufällig. Ja, vor allem mal eine Kirche, nicht wieder dieses Standardhaus wie immer. Was findest du? Ah, guck mal, ey, ich spreche es aus, drehe mich um und oben am Hügel steht das Haus. Ja, das ist hier direkt in der Nähe. Das ist nicht weit weg. Ach ja, das hattest du zuerst gefunden, ne? Ja. Stimmt. Da war doch was. Gut, aber wir wissen auch, wie viele Zombies da auf einmal rauskommen können. Aber ich möchte dich jetzt nicht bei deiner Defense-Arbeit stören. Sonst können wir uns das ja einen Tag vornehmen, da hinzugehen. Weil da ist ja auch ein Gun-Safe drin. Ja. Mit Steinaxt aufkloppen dauert dann eine Weile. Mit zwei ist das ein bisschen besser. Gut, dann lassen wir das Haus da oben mal Haus sein. Ich höre schon wieder einen Zombie da oben. Dann gehen wir jetzt hier so einen Bogen. Decken uns das hier noch auf. Wo war denn der? Der war doch hier gerade irgendwo. Ah, guten Tag. Herr Nachbar. Was sind hier? Löcher. Sogar diese kleinen halten echt was aus. Ich glaube, jetzt 6, 7 Pfeile. Ist nicht schlecht. Da ist ein Biker, glaube ich. Den nehmen wir uns noch mit. Vielleicht gelingt mir ein Sneaky-Schuss. Jupp. Der frisst wirklich Pfeile. Biker, ja. Er sieht Aber bis hinterher der echt bei mir aus. ist, hat er auch schon 10, 15 Schuss. Er sieht hinterher echt aus wie Hellraiser. Eine ganz dumme Frage. Hörst du mich irgendwie schnaufen ins Mikro? Nee. Ich hab mir ein bisschen näher jetzt am Mund. Falls du da was hörst, warn mich. Da müssen nicht alle zig Minuten lang hören, wie ich hier reinpuste. Ja, man merkt das ja manchmal nicht und ist es wirklich nah jetzt, aber dieser Schutz davor, der scheint echt gut zu sein jetzt. Oh, Junge. Oh Gott, jetzt falle ich hier noch runter. Komm mal her. Ich glaube, wir schießen lieber mal weiter. Ah, tot. Ich finde es immer schön, der Anfang, das ist, weißt du, du willst ein Fahrrad, du brauchst eine Schmiede, du willst das skillen, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Hast noch viele Ziele. Ja, das ist geil und irgendwann nach und nach bildet sich alles um dich herum. Dann passt das. Oh, da ist noch einer, wie habe ich ihn übersehen oder was?
Treffen wir den von hier? Kann der Bogen so weit schießen? Wenn du den im richtigen Winkel hast, ja, aber könntest du treffen. Ist aber schwierig. Normal. Ja. Scheiß Holzbogen. Frag mich, ich bin unser Bogen-Armbrust-Experte, weißt du doch. Ja, ich muss immer wieder betonen, wie wir damals unser Kopfschuss-Wettschießen über den Fluss hatten. Ey. Ja, da ging aber auch Headies rein irgendwann, ne? Wenn man da draus hatte. Wenn du da draus hast mit der Entfernung, ist das alles kein Thema. Ja, und dann mit einer Stufe 6 Armbrust und dann irgendwann, wenn sie auch wirklich nur One-Hit waren bei Kopfschuss, dann war das richtig geil, ey. Boah, Alter, warum zuckst du denn so? Sag mal, vielleicht kann man sowas ja hier demnächst auch mal wieder veranstalten. Ach, bestimmt. Kommt alles noch. Ich habe vor, oben auf dem Dach bei uns dann alles noch auszubauen, dass wir von oben natürlich schön runterballern können. Also auch nach außen raus. Okay, ich habe 33 Pfeile noch. Die kommen alle aus dem Haus da hinten, glaube ich, schon langsam raus, weil die hören mich hier kämpfen. Aber das ist gut, ich habe gleich wieder ein Level-Up. Ein bisschen aufpassen, die kesseln einen schnell ein. Aber ich glaube, das ist. Die kommen schon einzeln. Das war's. Boah, die zuckt auch noch so nach, ey. Boah, da denke ich mal, ich stehe jetzt auf. Gut. Weiter hier. Oh, kurz mal Waffen reparieren. Steinachs auch. Jetzt alleine schon wieder so viele Federn gesammelt. Ich habe jetzt schon. Ist da 340 Federn. Dann mache ich gleich schön einen Pfeilvorrat. Brauchen wir auf jeden Fall. Ja, klar. Bis die Schmiede steht und die Eisenpfeile, da dauert noch eine Weile. Hast du sogar gereimt. Dann auch wieder so ein Ziel im Kopf, wenn die Gardenhoe da ist, Feld anlegen. Jo. Das habe ich auch noch. Auf dem Dach der Kirche? Nee. Da mache ich uns einen schönen Garten fertig. Oder ein Gewächshäuschen oder sowas. Mal gucken. Damals war das ja noch so, du musstest deine Ernte schützen. Und die Zombies durften da nicht drüber laufen, sonst war das kaputt. War richtig fies. Ich weiß. Dann haben sie dir ein Loch im Zaun geballert, dann hast du dann nachher schon deinen Garten mit Beton verstärkt. Darum kamen wir irgendwann immer auf die Idee, Beet aufs Haus. Okay, ich peile jetzt mal wieder die Base an und um die Base herum werde ich dann die ersten Ressourcen weghauen, auch Steine und alles. Das O galt hier den Zombies. Nicht O Steine, sondern O Zombies und dann Steine. So. Oh, hier ist ein Muskelpaket hier. Ja, du bist doch ziemlich schnell, sehe ich gerade. Was hast du mit deiner Perle da gemacht? Kopf weggeballert? Agro-Typ. Deine Perle ist noch schneller als du, ey. Mein Gott. So, 10 Tee sind jetzt auf dem Herd. Ja, sehr schön. Teepflanzen-Nachschub kommt gleich auf jeden Fall massig. Ja. Wenn du gleich mit dem Fleisch kommst, mache ich nochmal. Da sind ja nur 18. Ich hoffe, ich finde noch einen Hasen oder so. Ja, aber sind ja auch schon wieder 3. Ja, natürlich, klar. Anfangs geht das schleppend. Aber wir haben ja noch 3 Speck und Ei. Ich esse jetzt gleich meinen, weil ich habe viel Ausdauer. Eins haben wir noch. Eins? Ich musste gerade noch ein bisschen, noch 2 essen, damit ich ja, kein Thema. Meine Ausdauer hochging. Ich esse jetzt auch meins, weil mir fehlen schon 40 Ausdauer. 35 kriegen wir mit Speck und Ei. Ich würde gerne weitergehen, aber ich höre wieder einen Zombie und ich will die nicht stehen lassen eigentlich. Wo sind die? Okay, sehe ich nicht. Dann gehen wir erstmal. So, weißt du, was wir heute noch gar nicht hatten? Prost. Prost, du, ich hab noch gar nichts hier, ey.